Ein Fotowettbewerb der ungewöhnlichen Art. Wer macht das schönste Bild einer Hanfpflanze in Göttingen? Ausgedacht hat sich das eine selbsternannte Gruppe autonomer Blumenkinder. Die hatten die Hanfpflanzen vorher selber im ganzen Stadtgebiet ausgesät. Zunächst ärgerte das nur die Ordnungshüter, die zahlreichen Grünanlagen der Stadt durchforsten mussten, um die illegale Saat wieder zu entfernen. Ansonsten wäre das Ganze wohl unbeobachtet geblieben, hätte nicht die grüne Jugend von Bündnis 90 Die Grünen die Aktion gelobt und unterstützt. Haben Sie ja nicht Angst, dass Sie da eine Droge verharmlosen? Nein, eigentlich nicht. Also man sieht es in den Niederlanden, da ist Cannabis legalisiert zum Eigenkonsum, aber sogar auch zum Verkauf. Und da ist bisher auch nicht das große Chaos ausgebrochen. Also man muss das einfach mal ins Verhältnis setzen. Es sollte auch eine witzige, fröhliche Aktion sein, sagen die Grünen, um für die Entkriminalisierung von Haschisch zu werben. Doch Werbung für Drogen? Der Oberbürgermeister von Göttingen warnt. Die Grünen hatten den SPD-Politiker mit ins Rathaus gewählt. Wolfgang Mayer widerspricht trotzdem ganz entschieden. Also ich kann die Aktion nicht gutheißen. Ich meine auch, dass das Thema Cannabis verharmlost wird. Es gibt sicherlich ganz viele Leute, die Cannabis konsumieren, damit auch keine Probleme haben. Aber es gibt auch ganz viele, die echt abhängig werden und die haben dann Probleme. Auch Mediziner warnen. Die gesundheitlichen Schäden von Marihuana werden oft unterschätzt. Die Kinderklinik auf der Bult in Hannover. Oberarzt Dr. Frank Fischer behandelt Jugendliche, die unter einer Cannabispsychose leiden. Das Problem bei solchen Psychosen ist, dass die schwer mit Medikamenten wieder einzustellen ist. Das heißt, schwer zu behandeln ist mit Medikamenten. Und man eventuell dann das Problem bekommt, dass ein Jugendlicher nicht mehr voll integrierbar ist in die Gesellschaft. Das heißt, er im Grunde immer an diesen Folgestörungen seiner Psychose zu leiden hat. Ausgerechnet in einer Zeit, in der massiv versucht wird, den Konsum von legalen Drogen wie Tabak und Alkohol zurückzudrängen, erblüht in Göttingen der alte Streit um die Legalisierung von Haschisch.